Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Freunde. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Mit dabei sind all meine Freunde. Elina, Freund. Fabi, Logo und Fischstäbchen und Stinkeheimer. Und ich habe noch was, Elina, als Geschenk für dich. Wow, guck mal hier runter. Warte, ich hol's dir hoch. Gib mir. Oh, warte, ich müsste überleben. Nein. Ja, aber pass mal auf, Elina. Oh mein Gott. Aber der, warte, ich zeig dir mal, also. Jetzt springt er einfach. Ja, also der hat eine Spezialfähigkeit, Elina, muss ich dir sagen. Ah, okay. Also wir, also, ja, lass den mal außerhalb des Stacheldrahts, weil ich will nicht, dass das hier schief geht. Vielleicht hier. Bei auf Fabos Haus. Das ist Froggy in Gelb. Das ist der Golden das Froggy. Das ist Golden Dinosaurier Froggy. Und pass mal auf, was der für eine Fähigkeit hat. Aber wir müssen jetzt ein bisschen warten. Es kann ein bisschen dauern, vielleicht. Also der kann springen, aber der kann halt, heftiger springen. Hallo, ja, warum fällt der denn einfach runter? Sonst ist er die ganze Zeit gesprungen, spring doch jetzt mal. Vielleicht muss man ihn ja einbauen, dass er sich bedrückt fühlt. Das kann wirklich sein, ne? Ohne Witz. Vielleicht ist er wirklich nur gesprungen, weil wir ihn eingebaut haben. Froggy. Oh! Der springt 5 Blöcke hoch nämlich. Oh mein Gott, Froggy. Ja, park den mal bei dir zu Hause am Spring bisschen. Mal jetzt, Elina. Ich glaube, du hast sogar eine Sprungkraftfähigkeit oder so, ne? Ja, ja, irgendwie. Also, der gibt Fähigkeiten irgendwie. Genau verstanden habe ich es noch nicht, aber... Ich packe ihn bei Gumbo. Dann stirbt der. Hey! Guck mal, ich habe einen neuen Emote. Findet ihr den? Ich finde den super. So, kommen wir zum eigentlichen Plan der heutigen Episode. Ihr seht ja, mein Stacheldrahtzaun ist tatsächlich noch größer geworden. Und ich weiß inzwischen auch, wer es ist, nämlich meine Nachbarin. Easy Cheesy ist für diesen Prank verantwortlich, für dieses absolute Riesenteil. Und ich habe mir überlegt, Auge um Auge, Zaun um Zaun. Und da der gesamte Zaun ja aus Holz ist, habe ich hier ein Feuerzeug. Oh nein. Und aber ganz, ganz wichtig jetzt, deswegen habe ich euch auch gerufen, ihr seid quasi die Feuerwehr heute. Wir machen jetzt hier eine gezielte Burnung des Zauns. Wir müssen aber wirklich aufpassen, dass das hier nicht, überschreitet aufs Haus oder so. Eigentlich kann es nicht passieren, aber man weiß ja nicht, ne? Okay, also es ist Säurezeit. Nein, keine Säurezeit. Also ich würde sagen, wir... Dein Moment kommt noch, Logo. Ich würde sagen, also warte mal, Ebrus Baumhaus? Nee, aber, ist auch safe. Ich möchte hier außer Verantwortung genommen werden. Mitgehangen, mitgefangen. Bumm. Okay. Oh, oh, es geht los. Wir warten. Ich lösche es mit Säure. Wir warten. Ja, Logo. Ich lösche es mit Säure. Breitet sich das überhaupt? Oh, ja, okay. Klar. Okay, na gut, jetzt ist ja noch alles unter Kontrolle. Vielleicht machen wir es ein bisschen schneller auf beiden Seiten. Oh. Logo safe, Logo safe. Ja, ich will keine Gase einatmen. Jo. Oh, das breitet. Ist das richtig so? Nein. Die Schafe? Sicher, dass die Schafe? Moment, wir brauchen doch. Schafe sichern. Moment, das hier muss eigentlich stehen bleiben, muss ich. Es ist schon wieder Ostern. Osterfeuer. Ja, das sieht doch sehr kontrolliert aus. Das ist doch gut. Ja, aber muss das nicht das hier stehen bleiben, nicht, dass die ganzen Schafe auswüchsen. Ja, ja, da musst du aber hier eine Lücke machen, Elina, Mensch da. So, jetzt sollte es sich nicht ausbreiten in die Richtung. Ja, super. Doch, das haut schon hin. Oh, ja, das sieht aber schön aus. Das sieht halt eigentlich gerade wirklich schön aus. Das sieht auch nach so einem Schriftzug auch, wo gar keiner drin ist. Ja, ist ehrlich so. Kisten, können Kisten verbrennen? Ja, glaub, keine Ahnung. Kiste safe. Was glaubst du, Ben? Wie lange brauchst du, um einmal rumzukommen mit dem Feuer? Boah, das wird ein bisschen dauern jetzt, oder? Aber es sieht schön aus. Aber ich weiß nicht, wie Easy reagieren wird. Könnte jetzt Krieg geben, tatsächlich. Toll finden. Na, toll, du feiert das bestimmt. Toll wird sie es nicht finden. Aber es ist ja nur Holz. Die Mutter ausbrennt. Hä? Oh, alter Junge, das würde so abfackeln, das Ding. Das holen wir uns als nee, nein, Spaß. Ebro wird sich bestimmt auch freuen. Nee. Nicht die Asche abbauen, das gehört doch zum Design. Aber. Hör auf, immer die Asche zu klauen. Oder du kriegst eine mit einem Knüppel. Oh, ich hab daneben gehauen, das war cringe. Warte, das war richtig cringe. Jetzt. Oh, Ilia kriegt auch eine für die Experience. Aua. Oh mein Gott. Ich hab schon eine bekommen, ich hab die Experience schon erlebt. Ja, aber irgendwie ist das hier ganz schön. Das ist halt ausgegangen. Ja, ja. Müssen wir ein bisschen beschleunigen, mal die Geschichte. Kann ich mich denn nicht bewegen? Ja, ja, das ist übel OP. Okay, ich mitgenommen. Ich glaube, PvP hier auf dem Server wird interessant mit den Artefakten, mit den Special-Waffen. Ja. Oh ja, eine Mut. Aber oh, nicht so Copyright, Elina. Hallo.
Das hört sich an wie Beethoven. War der Zaun. Elina ist Beethoven. Alter. Ja, aber irgendwie, es wäre geiler, wenn so alles burnen würde, oder? Das wird schön aussehen. Mach doch einfach mal so eine kleine... Mach mal einfach so. Wir kontrollieren das schon. Der Zaun ist doch eigentlich immer vom Haus entfernt. Du kannst einfach im Kreis rennen und wirklich alles anzünden. Ja, ohne Witz. Mach mal ein bisschen. Ja, ja, ohne Witz. Und dann geht's schief. Und da darf ich hier 8 Stunden Isis Haus wieder aufbauen. Ihr darf halt auf gar keinen Fall was auf Isis Haus gehen, Alter. Ich würde dir helfen, wenn du das Haus aufbauen musst wieder. Boah, das sieht schon sehr, sehr schick aus, ey. Ja, weiß nicht, wie schick das wirklich aussieht. Doch, ich find's schön. Wie ein Osterfeuer. Der Baum brennt. Hä? Oh, welcher Baum? Welcher Baum? Die Sicherheitskamera. Oh, ach, der. Nein. Ich brenne. Elina, komm her, Elina. Dankeschön. Warte, Elina, komm. Warte mal, hier müssen wir jetzt wieder. Wir machen den YOLO-Runner. Hier müssen wir. Ah, hier ist eh eine Lücke, aber ich mach mal ein bisschen größer. So. Zack, zack, zack. Gibt's da, gibt's da, oh, aber dem Baum hier, der sollte nicht abbrennen, aber es ist safe, glaube ich. Das ist aus Versehen passiert. Aber der Baum ist, ja. Aber die Stadt sieht auf einmal, das Dorf sieht viel größer aus, weil man hier, wie man sehen kann. Ist ehrlich so. Naja, nein, die Kamera ist abgebrannt. Naja, bis auf deinen Stachelzaun halt. Ja. Ich dachte, also die ist unzerstörbar. Nein, da liegt sie doch. Nein, nein. Sie liegt auf dem Boden, aber sie ist runtergefallen. Das war nämlich meine Sicherheitskamera. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Du hast bei Easy eine Sicherheitskamera platziert. Ja, ja. Junge! Aber mit der Asche hat das auch was, sag ich ja, ehrlich. Ja, ja, ohne Witz. Das hat schon was Designtechnisches. Ja, das sieht richtig geil aus. Also jetzt. Eigentlich müsste uns Easy dafür bezahlen. Sag ich ehrlich. Hö, was ist denn das da oben? Das ist so ein Pilzatze oder so. Das sieht aus wie ein Among Us-Skin. Ohne Witz. Ich glaube, Easy hat hier einen Löwen oder so. Einen Löwen? Aber ich weiß nicht, ob wir da reingehen dürfen, Leute. Vielleicht sind da Fallen oder so. Hey, guck mal, Leute. Schinken. Schweini. Das sieht mit der Karotte halt auch richtig passend aus. Das war doch eine schöne Rache. Bin mal gespannt, was von Easy jetzt zurückkommt. Ich habe ein bisschen Angst, dass die nämlich genau hier eine schön fette Tikkanone hinbaut. Oh ja, das wäre so. Das ist wirklich dieser Prime-Spot. Und dann schön auf mein Grundstück pfeffert, Alter. Aber so soll es sein. Soll sie versuchen, ey. Dann baue ich hier eine Schutzwand auf. Wir nehmen Abschied. Sperrkerblock. Es brennt. Es brennt. Fertig. Hier brennt es noch ein bisschen. Super, hier brennt es noch. Sieht jetzt echt gut aus, ist auf einmal so frei. Ich finde es ehrlich nicht so schlecht. So, dann kann ich jetzt mein richtiges Haus hier bauen. Ist auch nicht. Jetzt claimen wir das Gebiet einfach. Bauen Schild hin. Hier baut Fabi, hier baut Ben. Oh, warte. Ich fange an. Ich würde auch gerne hier ein Grundstück kaufen. An wen muss ich mich wenden? An Easy am besten. An Easy. Ich habe damit nichts zu tun. Bin echt, Fabi, du hast da absolut mit was zu tun. Ich bin echt gespannt, was sie jetzt machen wird. Okay, die Frage ist, wollen wir jetzt den Stacheldraht noch ein bisschen runterbauen und auch noch bei Easy platzieren? So dritt geht's schneller. Ja. Das mit dem Stacheldraht ist das Problem, wenn du das abbaust und der in den Stacheldraht fällt, geht der Stacheldraht kaputt. Ja, ja, ich weiß, aber man kriegt schon, also man sammelt schon auch viel ein. Ben, hast du gerade da oben auf der Mauer gefurzt? Ich hab Blähung, Logo, das ist eine Krankheit. Ich will es aber nicht komplett runterbauen. Ich würde sagen, 3 Stufen sind geil. Oder 4. Hallo? Ryan, du, sie haben nichts gesehen. Auch wenn ihre Augen was anderes sagen. Wenn sie aufmucken, müssen sie in Säure baden. Das Problem ist, wenn Easy jetzt gleich onkommt, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme schon mal den Stacheldraht, den wir haben hier. Die ihn noch abbauen, können ihn ja schon mal droppen nach unten. Dann sammle ich den hier auf. Ey! Easy ist da! Leute, wir haben ein Problem. Logo hat anscheinend auch ein Problem. Schmadi-Joghurt. Ein Schmadis-Joghurt zu viel, ey. Wir haben Glück. Easy ist direkt wieder geraged. Sie hat Internetprobleme wieder. Wir haben noch Zeit. Oder den Zaun gesehen. Sollen wir den Zaun weiter abbauen? Nee, reicht. Wir müssen jetzt den schnell platzieren, den Stacheldraht, Leute. Ich teile auf hier. Für jeden einen Stack. Da. Und ich habe den restlichen Stack. Einfach aber da, wo der Zaun war. Einfach auf dem Zaun irgendwie? Ja, würde ich sagen, auf oder? Auf die Asche einfach drauf? Auf die Asche, ja. Oh, aber da kann man Asche weg. Das stimmt. Oder ums Haus. Ja, was denn jetzt? Sag an, Chef. Ums Haus, würde ich sagen. Okay. Oh, verdammt. Aber wenn man ganz vorsichtig die oberste Schicht abträgt, dann geht es. Dann zerbricht die Asche darunter nicht. Dann doch nicht ums Haus. Ey. Was? Meinte, Easy hat den Zaun gesehen und hat einen Mental Breakdown?
Sneaken? Ich bin nicht da. Soll easy kommen, ich hab Säure dabei. Easy? Ja, okay, wir haben eh nicht genug. Ich spam jetzt hier einfach. Was wird denn das hier? Ah! Ich bin eine Biene! Verzeihung? Ah! Ich bin nur eine friedliche Biene. Ich muss mich verstecken. Leute! Elina, Logo! Sum, sum. Was? Der Zaun ist weg? Was ist hier denn passiert? Nee, was habt ihr denn gemacht? Das könnte Easy doch nicht antun. Mein schöner Zaun. Das hier ist keine echte Möwe. Das ist Fabi oder so. Hä? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Fabi auch? Hä? Nein, Fabi war der Brandstifter. Ich wurde genötigt. Nein. Alle waren sie mit dabei. Ich kann hier niemandem vertrauen. Die Möwe ist keine Möwe. Warte mal, wer fehlt denn jetzt noch? Das kann eigentlich nur da hinten, der K.O. in der Ecke liegt wieder. Der simuliert das nur, den ging's gerade noch blendend. Elina? Ich werde gleich wissen, ob das Elina ist. Oh. Oha! 23 Dias hat sie einfach dabei. Jo, Elina, was hast du für einen OP-Goldapfel dabei? Was schleppst du alles mit, Alter? Jo! Oh, keine Sorge. Ey, yo! Alle, ja, hat, schlag mich ruhig. Das juckt sie gar nicht. Oh. Elina. Nachtsichtbrille? Ich spiel ein trauriges Lied. Warte, wir trauern. Ah, da ist sie wieder. Ryan war auch dabei. Hallo, Ryan. Hey! Ryan hat mitgeholfen. Wieso greifst du mich denn jetzt an? Hier gibt's PvP, habe ich gehört. Okay, beruhig dich. Ich beschütze dich, Easy. Ich bin der Einzige, den du vertrauen kannst. Ja, ich hab nicht mal Schild ausgewählt. Und ich bin gerade bestrahlt. Ich regeneriere nicht mal. Nein, das ist Mobbing. Hilfe, ich muss was essen. Okay. Also schleimen wir uns jetzt. Oh, der hat gescheppert. Das war ein Axtkritiker. Wenn jemand looten kann, nehme ich alle seine Sachen. Ja, und behalte sie. Ich nehme dann auch mal die Sachen. Seid ihr jetzt fertig oder wollt ihr noch? Aber ich sag ehrlich, es sieht schon ganz, es sieht doch gut aus, Elina. Easy, es sieht doch gut aus. So schlecht sieht es ehrlich nicht aus. Es sieht halt wirklich nicht so schlecht aus. Weißt du, was gut aussieht, Fabi? Oh, der nächste ist dran. Ja, der rennt mit Full Dia rum. Nee, das ist hier. Das ist ein Imposter, der rennt ey. Fabi! Eigentlich müssen wir den töten, sein Dia muss du mal abziehen. Hallo, ey! Danke, ey, Dia gehört mal, jetzt mir! Spaß. Mann, ey. Du läufst doch auch mit Full Dia. Wo sind jetzt Ryan hin da? Ryan, deine Sachen. Mein ich hab Loot. Die gesaved. Ben, du hast doch auch Full Dia. Danke. Nein. Ich hab 2 Eisen, 2 Dia. Meine Augen. Ja, ich hab 3 Dia, 1 Eisen, okay. Oh, jetzt ein Crit. Ich war nicht beteiligt an dem Prank. Ein Scheiß, du warst sehr wohl beteiligt. Ich konnte gar nicht, ich bin Bettlägerin. Nein. Oh mein Gott. Was? Wieso ehrlich jetzt auch noch? Ryan. Hey, warum schlägst du mich denn jetzt? Komm her. Okay, stopp, ich bin Leute. Spielstopp. Okay. Wer ist jetzt der Echte? Lass doch mal Ryan in Ruhe. Easy, ich hab ein Entschuldigungsgeschenk. Wo ist er denn? Hä, verkaufst du uns jetzt? Hä, wo ist er denn hin? Sie ist nach da, oder? Hier, bei Ryan. Ich weiß genau, was ich Easy schenke. Was wollt ihr denn jetzt noch, ha? Easy, ich hab ein Entschuldigungsgeschenk. Nee, nicht wir, ich. Ich du warte mal. Du verkaufst uns jetzt, das war deine Idee. Ryan, das war nicht für dich. Okay, pack das Schwert weg, Hier. Atommüll. Fabi, das war auch nicht für dich. Fange ich denn auch so lustig an zu leuchten? Hallo! Kein Ding, ich helfe dir. Wenn ich das esse? Hä? Alter, hältst so viel aus. Boah, Easy, oh du leuchtest vor Glück. Wurde infiziert. Dankeschön, Logo. Ach, ich krieg keinen Dank. Ja, cool, super, danke. Willst du auch eine Abfalter? Alles in Ordnung, ja, geil. Dankeschön, Ben. Ja, cool, super. Das war ein Gruppengeschenk. Nee, Fabi, das war mein. Benjamin! Okay, also Logo und Ben werde ich verzeihen, aber ihr... Hey, warte mal, das ganze Ding kam von Ben und wir wurden genötigt mitzuhelfen und ihm verzeihst du? Easy, hallo. Ich habe einen goldenen Apfel bekommen. OP sogar. La, 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 la.
Hey, ist das Game of Thrones etwa? Yo! Okay, das wird jetzt zu wild. Das war von 0 auf 100. Was ist das denn? Miau! Hä, das sieht aber übel cool aus. Gibt es einen Morph? Warum schlägst du mich direkt? Nein, das war Ryan, die Lina, das war nicht meine Katze. Grit, Grit! Dann werde ich zur bösen Katze! Boah, ey. Junge! Ich krieg eine Gänsehaut. Die hab ich auch zu Hause. Nee, warte mal. Ich hab die auch auf dem Klo. Du sollst nicht hinter dir gucken. Ein Phönix, Leute! Den Morph hol ich mir. Das älteste Tier in Minecraft. Den Morph hol ich mir. Den kriegst du nicht! Der Phönix. Ich fliege! Heiliger Vogel! Mein Jetpack geht nicht! Du hast zu wenig RF, du musst ein Kraftwerk bauen! Heiliger Vogel, Wow, Anime-Main-Character! Das war den. Yo! Logo hat Haare! Skateboarder! Wie stellt ihr aus, dass man. Oh, da kannst du ein ganzes Skateboard holen für 11. Aber ich hab nicht 11, glaube ich. Inventar? Hast du doch unten rechts, glaube ich. Gib dir Geld, ja, genau. Leider Geld. Was? Junge, hast du bist du noch One? Digga, hier wurde schon wieder einer umgebracht. Ach so. Oh, ich hab genug, Jelina. Ich kann mir ein Skateboard ziehen von dem. Geh weg, das ist meiner. Aber ich könnte. Warte mal. Ich hol mir ein Skateboard und ich hol mir Pizza. Ich gebe Pizza aus für alle. Nein, Logo! Ja, ja, dann hast du sie. Willst du einen Dino-Nagi? Hier. Oh, Dino-Nagi, ja, lecker, schmecker. Aber geben leider nicht so viel. Oh mein Gott. Ja! Krieg ich auch einen Dino-Nagi? PvP-Pro. Ich hab Pizza für alle. Ja, geil. Ich hab keine. Sie auch verstrahlt. Oh. Geil. Hier, Logo, hab ich. Pizza-Slice. Pizza oh, Margarita. Olli, machen Olli. Oh. Was? Stopp. Was? Okay, schneller geht's nicht. Ich fahr nach Hause. Ciao. Ja, okay. Ciao. Euer Benson, ciao. Okay, das war jetzt peinlich. Egal. Ja. Okay. Das war nochmal peinlich. Ich schaff's, wartet. Ja. Okay, das ist mir jetzt so unangenehm. Tschüss. Alter, da hat jemand die Pizza platziert. Oh, guck mal, wir können eine ganze Pizza machen. Oh, nice. Easy, alles klauen. Wenn wir die ganze jetzt hol ich mir den Objekt-Holter-Pit zurück. Die ganze Pizza hier, Leute. Oha, hä? Da macht man ja voll Gewinn, ne? Hab sie alle gegessen, meine Leute, die da. Ja. Warum sind hier unzerstörbare Blöcke bei dir, Ryan? Wer war das denn? Was ist denn hier passiert? Nein. Oh, erstmal die Kisten durchsuchen. Was hat er denn hier so? Nein, Passwort. Das ist doch bestimmt 9999. Nenn spaltbaren Kern. Geöffnet. Jo, ja, ey, mach das doch nicht gewinnen. Jo. Oh. Guckt euch mal das ben? Bild hier an. Ja. Kommt dir das bekannt vor? Da brauchst du einen Rahmen. Das hast du mir geklaut, ey. Ich hab das gesucht. Ich war 3 Tage ohne Bett. 5 Dias. Ein Scheiß, Alter, hä? Dein Haus brenne ich als nächstes an. Hä? Was? Oh nein, ich muss wieder ein Schild aufstellen. Bitte nicht weg. Warte, ich brauch ein Schild. Hä, voll das coole neue Haus, Ryan. Das ist echt cool, ja. Ryan lebt im Lebkuchenhaus. Das ist echt cool. Okay, Leute, tschüssi. Ich zieh auch ab, Leute. Ciao. Ich geb dir einen Schubs. Okay, Ryan, ich geb alles, ey. Ja. Hey, du Loser. Hey, ja. Ich hab den Skateboard geklaut. Hey, da. Hä, ist der Alpha-Klar hier, oder? Hey, wir packen dich jetzt in eine Mülltonne, Mann. Ja, Mann, wir sind die coolen Kids. Und wir wissen genau, was Ollies und Backflips und Kickflips sind. Oha, und ich grinde auf der Eisenstange, Alter. Ja. Okay. So, hier, ab in die Mülltonne. Oh, ich dachte, du fällst. Aua! Ich mache euch ein Angebot. Ich habe ja meine Mob-Farm. Ja? Ihr könnt euch mit einem Spawner, aber es darf keine Spinne sein. Es muss sein Creeper, Zombie, Skelett, irgendwie so. Okay. Ich glaube, Elina ist einfach weggeflogen oder was? Ah, nee, da ist sie. Nee, die steht hier hinter dir. Wenn ihr den stiftet für meine Mob-Farm, dann dürft ihr die auch mit benutzen. Und ich habe aber auch einen. Okay. Also ist jetzt nicht so, dass nur ihr, ich mache meines da nämlich auch rein. Damit sollte ich den eigentlich nämlich zusätzlich verbessern, noch habe ich mir so überlegt. Okay. Ich bringe den da jetzt hin. Elina ist ein dicker Mandel, Alter. Die kauft sich Energy-Drink fürs Wochenende. Ich fahre zum Mob-Spawner jetzt. Tschö. Okay, ich bin mal da, jetzt bei meinem Mob-Spawner. Bis später. Tschüss. Ich hab übrigens hier auch, ich hab jetzt Waypoints, wartet mal. Hier, ha, Home.
und da Monster-Spawner. Mehr Checkpoints brauchte ich erstmal nicht. Ich wusste ja jetzt nicht, wozu. Ich habe ja keine weiteren wichtigen Gebiete erstmal. Aber habe ich installiert, Leute. Fand ich ganz cool, weil dann kann ich immer die Sachen finden, weil ich habe immer Probleme, unsere Base zu finden. Deswegen ist es ein bisschen kriedisch. Ich bin echt gespannt, wie easy sich rechnen wird. Ey, das wird, glaube ich, geil. Ey, das wird richtig cool. Ich habe halt die Theorie, meine Mob-Farm, ich könnte jetzt halt, die ist halt nicht so krass effizient. Ne? Ich müsste die halt höher bauen. Werden wir auch noch machen. Wir werden das zur ultimativen Mob-Farm noch ausbauen. Aber dadurch, dass wir Spawner bewegen können, was ja eine extreme OP-Mechanik ist, die du normalerweise in Vanilla Minecraft ja gar nicht hast, dachte ich mir, macht es doch durchaus Sinn, den da zusätzlich rein zu platzieren. So, dann muss ich aber hier kurz einen Weg bauen. So, zack. Und jetzt, zack. Und jetzt fliegen wir hier mal rein. Problem ist, dass ich vom Monstern jetzt angegriffen werde. Ich werde ihn einfach, ehrlich gesagt, da dran spawnen. Ja, das funktioniert perfekt. Aber der ist halt nicht aktiviert, wenn ich unten bin. Warte mal. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bräuchte irgendwie eine Mechanik, wie ich den... Oh, wie ich den aktivieren kann, ohne dass ich da... Stimmt, das ist... Ich muss den in den Gang reinmachen. In die Wand rein. Alter, wieso... Also irgendeiner geht der ja komplett ab. Yoga, wieso? Was spielt der? Eiswanderer, da war er außen Spawner. Problem ist, jetzt spawnen natürlich keine mehr, weil ich ja nicht oben stehe, ist logisch. Ich muss den weiter unten platzieren. Also wenn ihr eine Idee habt, wie ich den am besten jetzt bauen soll, damit der Spawner auch... Ich meine, ich könnte natürlich folgende Move machen, ne? Man könnte halt so ein bisschen aktiv spawnen. Das müsste ich halt sehen, ob der an ist. Also ich könnte halt hier so eine Warteplattform sozusagen machen. Und da machen wir einen Wassereimer auch runter. Bupp, damit du mit dem Wasser hoch und runter kannst. Hier chillt man dann sozusagen. Und jetzt müsste doch eigentlich der Spawner an sein, oder? Man sieht es leider nicht. Aber er müsste an sein. Lass mal gucken. Lass mal gucken, ob da gleich ein Eiswanderer runterfällt. Dann wissen wir ja, dass der Spawner... Oder ich kann einfach den Stein hier abbauen. Den hier noch. Also da sind welche. Ja, der funktioniert auf jeden Fall. Das klappt perfekt. Das heißt, wir können jetzt einfach diesen machen. Und diesen. Und hier durch. Das heißt, wir können jetzt einfach hier stehen, warten, bis unten alles voll spawnt. Dann hier runter. Das ist erstmal so eine provisorische Lösung, ne? Aber hier sind auch viele Eis. Guck mal, wie viele hier schon stehen. Aber ja, ja, das funktioniert 1A. Das ist richtig gut. Und dann geht man alle so eine Minute runter oder so, wenn hier alles voll gespawnt ist. Und dann hat man hier sein Loot. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier runterfließt irgendwie. Also meine Idee wäre, man setzt die Plattform so weit höher, dass die zwar nicht mehr One-Shot sind, aber dass man dafür den Spawner aktiviert. Das wäre jetzt so die schnelle Lösung, die ich habe. Ich glaube, das machen wir auch. Das heißt, diese Plattform setzen wir einfach einfach auf diese Höhe hier oder ein bisschen weiter runter. Wenn du Schärfe 5 Schwungkraft hast, dann ist eh gar kein Problem. Dann haust du die Mobs eh weg, dann müssen die auch nicht One-Shot sein. Und dann können wir die Spawner auf jeden Fall auch aktivieren. Also sagen wir zwei Fliegen mit einer Clap. So, also mal gucken, ob das jetzt hier hinhaut. Müsste aber eigentlich. Ich glaube aber, wir brauchen den hier noch. So, jetzt haben wir hier einen perfekten Gang. Der geht sogar bis ganz nach unten. Das heißt, dort kannst du auch gleich. Hier ist alles schon wieder voll gespawnt. Und jetzt auf dem Weg zurück kann ich einfach eine Taste drücken und weiß genau, wo ich hin muss. 610 Meter. Yo, da hat die Lina ja noch ihren Skatepark gebaut. Warte mal, den muss ich euch natürlich auch noch zeigen. Der ist auch geil. So, let's go, Alter. Wo ist es? Hier. Wow. Ja, okay, wartet mal. Wow. So, und grinden. Oh, ich glaube, okay, das war ein Olli. Oh, ich glaube, grinden ist sehr schwer tatsächlich. Oh, ich hab gegrindet, Alter. Okay, warte, das kriegen wir nochmal hin. Aber schneller. Oh. Okay, warte. Ich will das aber hier in der Perspektive sehen. Warte. Erstmal ein bisschen essen. Weil man kann tatsächlich ohne Helm auch Schaden kriegen mit der Geschichte. Und wir holen Speed. Und, ah, oh, ich hab verkackt. Oh, wie schnell ich bin. Oh, yeah. Oh. Okay, das ist schon cool. Lina will so ein Skateboard-Wettkampf machen. Nee, da müssen wir auf jeden Fall für trainieren. Jetzt haben wir Knochen, jetzt können wir nochmal mit dem hier traden. Bam. Aber das gibt halt keine Level, ne? Und wir haben jetzt auch nicht genug Spinnenaugen, haben wir jetzt auch nicht dafür. Ja, den hochzuleveln wird ein bisschen... Gambo wurde in die Luft gesprengt. Was passiert da denn jetzt? Warte mal, lass uns mal gucken, ey. Oh mein Gott. Was ist denn heute los? Das ist Fabis Rache, glaube ich. Weil Gambo hat ja sein Haus auch gesprengt. Oh mein Gott, ey. Alter. Das wird alles zu Asche. Das brennt richtig heftig ab. Das ist außer Kontrolle geraten. Hä, was brennt denn hier? Nein. Gambo liegt hier tot. Sollen wir das ausmachen?
Aua. Alter, das ist außer Kontrolle, das kriegst du nicht mehr aus. Alarm, Alarm. Es ist doch aus. Es ist alles safe, alles safe, alles safe. Scheiß, da brennt's noch überall. Alles safe, alles safe. Boah, ich bin wieder da runtergefallen. Voll die Trap, ey. Alle, ja, alles passt, passt, passt. Bin ich denn hier? Aua, aua, aua. Oh, ja. Was ist das denn? Hallo, Gambo. Gambo? Gambo? Dem geht's gar Gambo nicht. Gambo ist Real Life K.O. gegangen, ey. Ich glaube, Gambo ist am Spawn gespawnt. Weil du mal sein Bett benutzt hast, Selina. Hä? Ich dachte nur, wenn man das Bett abbaut. Nein, mehrere Leute können nicht an einem Bett spawnen, das ist egal. Echt? Aber wo ist er denn dann? Ja, oder nicht hier offensichtlich. Gambo. Hier ist eine Pizza. Lecker. Mann, das macht das Ganze jetzt ein bisschen. Wo ist das Tor? Wo ist der gespawnt, der Junge? Der ist safe am Spawn einfach gespawnt, aber nee, hey, was ach so, ja doch, das kann sein, am World Spawn. Was macht der denn? Das war die Rache. Ach so, man sieht mich ja auch gar nicht die ganze Zeit hier, warte nee, mal. Nee, du hast die ganze Zeit unsichtbar gebracht. Ich hab die ganze Zeit diesen Schal an hier. Hey, Elina, ich geb dir mal den Schal, das hat auf jeden Fall super geklappt. Das war eine 1A-Sprengung. Was ist mit dem Server heute los? Mir ist gerade noch aufgefallen. Junge, es ist hier im Weg, was denn das? Evo hatte mir gesagt, ich darf ihre Kaninchen benutzen. Jetzt muss ich die nur finden. Oha, voll schön. Aber hier ist auf jeden Fall, hier sind Kühe. Was ist das hier? Das ist nix. Hier? Auch nix. Hier? Aber wo hat sie die denn? Sie meinte aber auch, sie hat die im Keller oder so. Ich glaube, Evo hat einen Keller. Aber wie kommt man da hin? Gefühlt gar nicht irgendwie. Boah, das ist aber auch hier wieder ein Konstrukt, ey. Oh, was hat die hier alles drin, ey? Egal, wir klauen nix. Wo kommt man denn in den Keller? Müssen wir mal Fabi fragen, der weiß das. Aber du hast jetzt auch ganz viel Asche, Gambo. Das ist doch gut. Ich bin eine arme Mann. Ja, falls du Asche brauchst. Oh, ich fall zum sechsten Mal da runter. Mann, Benjamin. Armin-Mann. Gambo ist jetzt Armin-Mann. Armin-Mann. Ja, okay. Hallo, ihr genießt das jetzt auch ein bisschen zu sehr. Ich hab damit gar nichts zu tun. Ich bin hier nur Zuschauer. Nee, also das ist clean nur Elina und meine Aktion. Ja, okay. Aber es war ja eine Rache. Ben hat den Brand gelöscht. Das stimmt warum tatsächlich. Warum denn Rache? Rache? Okay, ich würde mal sagen... Meint ihr etwa wegen dem Taki-König? Ja, du warst die ganze Zeit der Taki-König, ich hab's nicht gewusst. Du warst der Taki-Gott? Der Gott? Nenn ihn nicht Gott. Ich hab's mir schon gedacht. Wir waren Nachbarn, warum? Wie kannst du mir das antun? Da, komm mal mit. Diese Nachricht haut mich vom Hocker. Benjamin. Da nehme ich den doch mit. Nein, ich will nicht. Ich bin gleich tot, chill. Ich auch. Aua. Fabi, damit, Frage zwischendurch. Wo ist denn, wo sind denn die Kaninchen von Ebro? Bei Ebro unten unter, also Erdgeschoss einfach unten runterbauen und das Holz. Okay. Ah, da gehe ich gleich nochmal. Damit das hier bei uns nicht eskaliert, setzen wir uns jetzt mal. Ich hab Hunger tatsächlich. Dinosaurier-Nuggets. Achso, Gambo hat die ja von Dings von unserem Trip. Einfach runterbauen. Ah, na, da wäre ich ja nämlich drauf gekommen. Okay, aber sie hat halt nicht viele. Ah, okay, vielleicht doch. Ja. Ich brauche die halt. Ein Fell sollte ich haben. Zwei mit dem, was ich jetzt hier habe. Ja, die droppen halt nicht. Warte mal, also warum ich das mache? Ich brauche halt einen Rucksack, ne? Das ist halt ein Big Crafting. Da brauche ich sechs, okay. Dürfen die jetzt halt nicht alle. Also, okay, vier. Fünf. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich müssten wir eins zu Hause noch haben, weil ich habe schon mal eins gefarmt. Weil ich war schon mal in der Wüste, ich habe eine Wüste gefunden. So, gucken wir mal, gehen wir ganz kurz mal rüber. Bisschen Dino-Nuggies. Da kann ich nämlich direkt noch meinen Rucksack machen. Und es gibt nämlich neue Skins für den Rucksack. Auch bei Freunde 1 hatten wir das ja auch. Der tradet aber nichts Praktisches, oder? Nee, nur das Skateboard, das habe ich schon. Würmen wir mal ganz kurz hier das Fleisch. Zack. Ich habe übrigens auch noch was weiteres herausgefunden. Und zwar dieser Bernstein-Monolith. Dieser eine Special-Block, den wir hier hatten, der hier. Das kann ich euch eigentlich auch mal zeigen. Der funktioniert nämlich eigentlich ganz geil. Ich muss nur an eine Stelle, wo keine Mobs sind. Hier bei Fabos Haus. Ich platziere den mal daneben einfach. Und zwar ist das ein Spawner. Das ist ein Spawner, wie wir ja auch schon vermutet haben. Und wenn der so aufleuchtet, dann spawnt der
Mobs. Das ist ganz geil. Halt passend zur Region. Ne? Das heißt, du kannst den basically für alles benutzen. Nachts spawnt der Monster, tagsüber spawnt der normale Tiere. Wir müssen jetzt nur mal kurz warten, bis er sein Intervall hat. Ich bin nämlich eines Tages in meinen Base, hab mich eingeloggt, sind da 4 Waschbären. Und ich dachte, Bruder, wie diese 4 Waschbären in meine Basis kommen, die klauen ja alles aus den Kisten. Aber ja, die hat der Block da gespawnt. Was ich übrigens auch gesehen habe, das zeige ich euch hier mal kurz. Ich habe nämlich den Phönix persönlich getroffen. Hier der kurze Einspieler. Das ist das seltenste oder eines der seltensten Mobs, die es bei uns gibt. Der gibt dir den Fluch des Phönix, wenn du ihn angreifst, und den Segen des Phönix, wenn du ihn halt nur siehst. Sehr starker Mob. Du kannst ihn aber nicht zähmen, du kannst ihn nicht breeden, du kannst ihn nicht fangen, du kannst ihn auch nicht tragen, weil er ist logischerweise zu schwer. Aber ein sehr, sehr geiles Tier auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, das ist jetzt ein bisschen Vorführeffekt irgendwie. Aber ich schwöre euch, dass der so funktioniert hat. Ich habe es ja selbst mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich glaube, der Intervall ist einfach sehr, sehr groß. Irgendwie so wahrscheinlich mehrere Minuten. Deswegen dauert das jetzt hier gerade. Aber wir können ja ein bisschen später nochmal dahin. Und dann sollte es da ja Mobs geben. Aber ich schwöre euch, dass der so funktioniert. Auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht. So, okay. Wir hatten aber eine Mission. Und zwar genau den Rucksack craften. Und erstmal uns hier das Essen raus, Alter. Das haben wir auch bitter nötig, ey. So. Dann lass mich mal ganz kurz das Rezept hier nochmal aufrufen. Da brauchen wir ein Eisen, 2 Fäden. Sollten wir eigentlich alles haben. Genau, 2 Fäden haben wir hier. 2 Eisen haben wir hier. Kaninchen, Fell müssten wir 1 noch da haben. Genau, wie ich es versprochen habe. So, und jetzt craften wir uns den Rucksack. Slot Bag. Das ist... Was ist Bag? Ich ziehe den einfach mal an. Ah, nein! Oh... Achso, warte, den sieht man jetzt nicht. Habe ihn versteckt. Oh, ich kann das Forzkissen mit dem Rucksack nicht mehr tragen. Schade, Forzkissen muss hier, die Kiste. Schade, schade, schade. Okay. So, Leute. Hä? FC mich gerade nach? Warte mal, wir gehen in den Kuh-Modus. Guck mal, jetzt habe ich als Kuh eine Kralle. Das sieht auch cool aus. Was ist Flieger? Ah, nee, da hinten ist er. Stell hinterher. Wir sind hinterher, Leute. Müssen sie belauschen, was sie plant. Ich glaube nichts, oder? Sie quatscht nicht. Ich glaube, sie redet gerade nicht. Ich glaube, sie hat sich vergessen zu muten, nämlich. Kein Schaden bekommen, das macht Sound. Jo, sie hat einen Schneeleoparden. Aber sie redet nicht. Ah, sie ist bestimmt gemutet, ne? Verdammt. Dachte, ich kann jetzt richtig cringy zuhören. Das wäre geil gewesen. Aber schade, klappt nicht. Okay. Auf zurück. Wir haben doch eine ganz eigene Mission. Ah, nee, warte, ich wollte gucken, wie man den Rucksack... wir können es mal... Elina hat uns geholfen, wie man den Rucksack öffnet. Und deswegen, also mit... Okay, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. So, Alt-B, jetzt können wir da ein paar Sachen reinpacken. Packen wir mal die Keule rein, eine Schale, hier denkst du rein. Eine Leine kann man immer gebrauchen. Ein Skateboard kann man auch immer gebrauchen. Na, den Rest, der ist so Müll. So, aber jetzt haben wir zumindest ein paar Basic-Sachen drin. Deswegen, was aber eigentlich interessant ist, sind natürlich die Skins, die wir hier freischalten. Kann ich mal gucken, ob es neue gibt. Ja, die kennen wir alle. Nee, scheint keine neuen zu geben. Was ist das hier? Wow. Okay, was ist denn hier realistisch, was wir uns mal holen können? Pappkarton, Rakete ist halt geil. Schildkröte, Paare 20 Schildkröten. Ist auch geil, ne? Okay, Plüschschere, 250 Schafe. Okay, was haben wir denn? Fälle 100 Baumstämme. Das haben wir, haben wir am ehesten eigentlich, ne? Finde 5 ungeöffnete, vergrabene Schatzkisten. Haben wir nur eine. Jetzt haben wir 20 Chronikflaschen. Am realistischsten ist, glaube ich, der Pappkarton erstmal. Da brauchen wir noch 500 Holzstämme, die wir fahren müssen. Aber auch das dauert natürlich ein bisschen, ey. Hoch. Easy hat hier noch ein Angebot. Tausche Rahmen gegen Gold. Für einen Rahmen nimm 2 Gold. Sie hat 32 drin. Das heißt 16 Rahmen. Wie viel kann ich denn craften? Weil wir müssen den Mob looten. Aber wir können schon viele machen. Lasst mich mal kochen hier, ey. Dann räume ich nämlich die Kiste leer. So, dann machen wir hier ganz viele Stigos. Zack, und dann machen wir das in die Mitte und das ringsherum. Zack, und zack. 6 Rahmen. Das sind 12 Gold. Ist doch besser als nichts, würde ich mal sagen. Wobei, eigentlich voll schlecht bezahlt, ne? Aber gut, egal, wollen wir uns nicht beklagen. Nimm für einen Rahmen 2 Gold. Hä, das geht da irgendwo runter, gesichert. Ein Rahmen 2 Gold. Wie viel habe ich jetzt? 12, ne? Wartet, 12. So, 12 Gold eingetütet. Ich will nämlich mal was machen, wartet mal. Und zwar... Gold ist ja, kann man hier jetzt reintun. Boah, ja, da gibt es so krasse Blöcke, Alter. Wirklich so ein. Ich will halt einen Goldraum machen, ne? Ich habe ja hier, wenn ich das euch mal ganz kurz zeige, Geheimgang auf. Ich habe halt eine Hausidee. Schreibt mir mal dazu, was ihr denkt. Ich will halt
oben quasi einfach so einen Bunkereingang bauen, so einen fetten, also der auch richtig geil aussieht. Und dann will ich hier unten einfach mal einen Bunker ausbauen, dass ich ganz viele Räume habe. Ich habe den Amethystraum, den Goldraum, den Emeraldraum, den Diaraum. Und da fällt mir gerade auf bei einer Konstruktion, ich komme hier gar nicht mehr raus. Scheiße. Okay, das müssen wir... Oh, nee, jetzt habe ich die Vitrine abgebaut. Ah, verdammt, ich Vollidiot. Was sehen wir denn hier? Sehen wir irgendwas? Passiert irgendwas? Ich glaube, wenn die hier in der Nähe rumlaufen, höre ich die sogar. Das gilt wie, als wenn ich da stehen würde, soweit ich informiert bin. So. Gut, aber das ist ja... So. Tu mal rein. Und zu das Ding. So. Genau, und dann habe ich ganz viele verschiedene Räume, Redstone-Raum, und dann habe ich einen richtig geilen Underground-Bunker. Und hier oben, also hier oben, das lasse ich natürlich nicht so geheimmäßig, sondern ich baue so einen richtig geilen Bunkereingang hier, so einen richtig großen, geilen, der top aussieht. Was haltet ihr von der Idee? Das wäre auf jeden Fall mal was Neues. Das finde ich geil, Alter. So, das war es aber mit der heutigen Episode, würde ich vorschlagen. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Verdammt, da ist mir irgendwie die Kamera beim Reden ausgegangen. Ich hoffe, ihr habt die Kamera jetzt nicht zu lange aus. Naja, ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Mich würde sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Das wird mich doppelt freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.